Herzlich willkommen zu den Top 5 Wins oder Fails für diese Woche. Wir verlieren heute auch keine Zeit und gehen direkt ins Eingemachte, denn Dark Believable hat uns seinen Call of Duty Black Ops 1 Clip geschickt und ich sag mal so viel, für mich ist das ein Fail, denn wer steht schon auf diese scheiß Knife Walker und Knife Runner und die ganzen Leute, die ganze Zeit hier einfach nur geradeaus laufen und überhaupt nicht zu killen sind. Verdammte Scheiße, aber wir müssen den Mist ja auch zeigen, weil ihr wollt das natürlich sehen, oder? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich find's grundsätzlich ein absoluter Fail. Für den Spieler ist es natürlich ein Win, gar keine Frage. Deshalb vielen Dank auch für diese Einsendung. Wir kommen zur Top 4, eingesendet von Excellence HD. Er hat geschickt Call of Duty Modern Warfare 3 und ich sag mal so viel, wenn man so einen Lucky Spot erwischt hat, wo man einfach nur liegt und die Gegner einem vor die Flinte laufen, das ist auch hier ein Top 5 Win. Wert hier auf Position 4 extra nochmal reingeschnitten, weil ich freue mich auch jedes Mal, wenn das so gut klappt. Verdammte Scheiße. Deshalb nochmal hier die Wiederholung von der ganzen Sache, wie man hier den Winning Kill sozusagen hingerissen hat. Ich find's gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine gute Position für mich erreicht habe. Deshalb die Position Nummer 4 für diese Woche. Auf der 3, Top 3, ist ein Crysis 2 auf dem PC von The Crysis oder The Chrissies eingesendet worden. Und er hat einen richtigen, ja, ich würde mal sagen, eigentlich ist es ein Win, weil das Teil da vorne, das trifft ihn so geil, dass er nach oben geschleudert wird. Wie abgefahren ist das denn bitte? Ich habe es mir echt 100 Mal angeschaut und es wird bei jedem Mal einfach nur besser. Deshalb spulen wir es auch am besten noch einmal komplett zurück, um uns das nochmal anzusehen. Ja, er wird hier einfach nur schlecht getroffen und nach oben gewirbelt. Was bedeutet, er hat einfach zu wenig Energie, um diesen Sturz aus der Höhe zu überleben. Verdammt, kann man da nur sagen. Danke auch an dich für deine Einsendung. So, wir kommen schon zu Platz Nummer 2, eingesendet von dem Eskimo. Er hat ein Call of Duty Modern Warfare 3 eingesendet und, was soll man sagen, man springt hier einfach nicht auf die Fahrzeuge, denn die Scheißteile explodieren und es wird bei jedem mal lustiger, wenn man sich den Mist anguckt. Deshalb hier nochmal in Nahaufnahme für euch. Bam. Sehr geil. Der Platz Nummer 1 ist ein Spiel, das mit Massive Multiplayer Online Gaming sozusagen einen richtigen Run nach vorne gemacht hat. Es handelt sich um Mount & Blade Warband Neapolitan Wars und zwar ein Multikill. 22 Leute mit einer Haubitze. Schaut euch mal diesen scheiß Killfeed an. Ich find's abgefahren. Das ist ein Spiel, das viele von euch vielleicht gar nicht so richtig kennen und ein Battlefield 64 Mann-Server, der wird von den Jungs hier wahrscheinlich einfach nur belächelt. Schaut euch mal an, wie viele Leute hier durch die Gegend laufen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Spieler wirklich auf einem Server da gleichzeitig zusammen zocken können. Aber wir schauen uns einfach nochmal an, wie dieser 22er Multikill hier reingerauscht ist. Und deshalb ist das für mich Platz Nummer 1 ein absoluter Win bzw. Fail für die armen Jungs, die da von der Haubitze getroffen wurden. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen für diese Woche. Wenn ihr auch einen Clip einsenden wollt, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung eine kurze Anleitung, aber denkt dran, ganz einfache Multikills, wie wir sie im Prinzip schon 100.000 Mal gesehen haben, möchte ich hier in dieser Serie nicht zeigen. Wir möchten hier nur die wirklich abgefahrensten Wins oder Fails aus der letzten Woche sehen. Also schaut in die Videobeschreibung, schickt mir eure Clips und auch du kannst vielleicht beim nächsten Mal in der nächsten Folge mit dabei sein. Ich hab überlebt, Mann. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, die Kraft von denen rückt auf mich vor. Flieh zu uns. Oh mein Gott.